Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein sehr spezielles Thema und zwar Schmerzen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal die Schmerzerfahrung gemacht. Spätestens, wenn man als Kleinkind irgendwo mal auf eine heiße Herdplatte greifen wollte oder irgendwas Heißes angefasst hat und die Mama einem die Hand weggezogen hat, hat man gelernt, Schmerzen zu vermeiden. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Arten von Schmerzen. Und ich möchte aber hier speziell in diesem Vortrag eher auf den Entzündungsschmerz eingehen. Der Entzündungsschmerz ist ja ein Schmerz, den jeder mal schon mal gehabt hat. Wenn er sich halt irgendwie in der Haut schneidet, wenn er Akne, Pickel hat, wenn er eine Arthrose hat, beziehungsweise eine Arthritis, ne, steife Gelenke, steife Finger, oder mal den Fuß verstaucht hat, all das hat damit zu tun. Ich möchte so ein bisschen auf die Ursachen eingehen, auf die Wirkungen, dann natürlich auch auf die Symptome und was kann man denn dagegen tun. Aber wie gesagt, speziell auf den Entzündungsschmerz und ich möchte euch auch so ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, was ihr denn auch zu Hause machen könnt. Sehr einfach, dass ihr es auch schnell umsetzen könnt. Es soll auf keinen Fall ein Ersatz für irgendeine Medikation sein. Es soll auf keinen Fall ein Ersatz für irgendeine spezifische Therapie, wie zum Beispiel Krebstherapie sein, sondern wir reden hier nur von ergänzenden Möglichkeiten, die ihr vielleicht noch machen könnt, um eine Schmerzsymptomatik zu lindern. Aber auf keinen Fall werden wir das jetzt hier komplett ausschalten können. Mein Name ist Dr. Bärbel Schäfer. Ich bin meines Zeichens Tierärztin und habe 20 Jahre lang in der Forschung und im Verkauf und im Vertrieb gearbeitet über Schmerzmittel. Habe Schmerzmittel mitentwickelt, habe sie angewendet, habe Studien darüber gemacht, sowohl im operativen Bereich oder perioperativen Bereich. Das heißt, dass man Schmerz behandelt, bevor er entsteht, während der Operation, wenn ich weiß, ich habe einen Eingriff, dass ich den Schmerz so gut wie möglich auch während der Operation vermeiden möchte und den postoperativen Schmerz so bis 2 Wochen danach, als auch eben den Schmerz, den chronischen Entzündungsschmerz, den es gilt zu therapieren. Also das heißt, ich glaube, ich habe da schon einen guten Einblick, habe auch eine ganz gute Datenlage, kenne mich da ganz gut aus und deswegen auch möchte ich euch auch so ein bisschen in die Tiefe gehen, wie so ein Schmerz überhaupt entsteht und wo kann ich genau ansetzen, um halt eben den Schmerz überhaupt behandeln zu können. Und was gibt es denn da für Möglichkeiten, außer jetzt irgendwie, sagen wir mal, starke Medikamente? Und damit ihr das besser versteht, zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, warum die Schmerzen entstehen, damit ihr ein besseres Verständnis dafür habt, ne? Und das will ich mit euch zusammen durchgehen. Die Ursachen von Schmerzen oder Entzündungsschmerzen können so mannigfaltig sein wie alles andere auch in der Medizin. Ne? Es gibt halt eben Traume, ne? Wenn ihr euch irgendwie mit dem Hammer auf den Finger haut, wenn ihr Nagel in die Wand klopfen wollt, als auch wenn ihr zum Beispiel den Fuß euch verstaucht, ne? Umknacksen und halt irgendwie da ein Trauma, eine massive Dehnung der Sehne habt oder der Gelenkkapsel, was extrem wehtut, weil da viele Nervenzellen sind. Als auch durch übermäßige Hitze, das kennt ihr vom Sonnenbrand, ne, wenn halt irgendwie da sich sogar zum Teil Bläschen bilden. Ne, auch das ist eine Entzündung, aber auch zum Beispiel durch Frost, durch radioaktive Strahlung natürlich, durch Gifte, durch Säuren, durch Laugen, alles, was halt eben die Haut auch schädigen kann oder auch die inneren Organe schädigen kann. Es betrifft nicht nur die Haut. Ne, und genauso halt eben Bakterien, Pilze, Viren, irgendwelche Mikroorganismen, Parasiten, die im Darm sitzen, die schädigen. Alles das ruft Entzündungen hervor. Und natürlich auch metabolische Vorgänge, die Entzündungsreaktionen halt eben auslösen. Und diese Entzündungsreaktionen, die passieren überall im Körper. Die können jede Zelle betreffen. Jede Zelle des Körpers kann sich entzünden. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man versteht, wie dieser Entzündungsprozess überhaupt funktioniert, damit man das auch wirklich dann besser behandeln kann oder unterstützend behandeln kann. Darum geht es mir ja auch. All diese Stoffe können auf die Zellmembran einwirken und die Zellmembran besteht aus einer Doppellipidmembran. Das heißt, es ist eine doppelte, zweifache, ist mit Fett aufgebaut, also Lipide. Und da gibt es ein Enzym, das heißt die Phospholipase. Und diese Phospholipase A2
löst aus dieser Doppelpigmentmembran die Arachidonsäure raus. Und das ist das Grundgerüst für den ganzen Entzündungsprozess. Das heißt, durch irgendwelche Noxen, also was wir gerade eben gehört haben, durch ein Trauma, durch Pilze, durch Viren, durch Entzündung, durch Bakterien, durch starke Hitze, starke Kälte, radioaktive Strahlung, egal was, kann das sowohl außen als auch, also von außen als auch von innen, kann das auf die Lipidmembran, auf jede Zelle des Körpers, da kann eine Entzündung entstehen. Und der Entzündungsprozess, der läuft im Hirn genauso ab wie an der Haut und genauso wie im Darm, egal wo, weil die Zellen eben alle mit der Doppel-Lipid-Membran aufgebaut sind. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich zeige euch das, dass durch diese Phospholipase A2 wird, wie gesagt, die Arachidonsäure herausgelöst, oder das ist die Grundsubstanz, und auf die wirken dann wieder verschiedene Enzyme, wie eben die Lipoxygenase und die Cyclooxygenase, und dadurch entstehen die Zündungsmediatoren. Die Cyclooxygenase, das ist ein Enzym, da gibt es die COX-1 und die COX-2. Das COX-1 ist das gute Enzym, das COX-2 ist das böse Enzym. Und das wollen wir hemmen, damit eben nicht so viele Entzündungsprodukte entstehen. Und diese Cyclooxygenase sitzt auch in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Magen-Darm-Schleimhaut, wie zum Beispiel im Darm, aber halt auch in verschiedenen Organen. Und deswegen ist es zum Beispiel, wenn ihr einen starken Entzündungshemmer wirkt, der wird zum Beispiel die COX-1 stärker hemmt als die COX-2, wie zum Beispiel das Diclofenac, das ist die Erklärung dafür, dass ihr zum Beispiel, dass eurem übel wird, dass man Bauchschmerzen bekommt, dass man Durchfall bekommt, weil diese gute COX-1, die als Magen-Darm-Schutz fungiert, weil die gehemmt wird, und die will ich eigentlich gar nicht hemmen, sondern ich will die böse COX-2 hemmen, die halt eben die Entzündung verursacht. Und das ist die Erklärung dafür, dass diese alten klassischen Entzündungshemmer, diese nicht-steroidalen Antiphlogistika, die es gibt oder nach wie vor gibt, die zwar sehr gut die Entzündung hemmen, aber auch viele Nebenwirkungen haben, das ist die Erklärung dafür, warum ihr Durchfall bekommt, weil euch schlecht wird, warum ihr euch übergeben müsst. Die neueren nicht-steroidalen Antiphlogistika sind selektive COX-2-Hemmer, das heißt, sie hemmen nur das böse Enzym, lassen das gute Enzym aber unangetastet. Das sind zum Beispiel Coxibe oder Naproxen oder diese neueren Substanzen, die sehr viel besser verträglich sind bei einer sehr viel besseren Wirksamkeit. Ne? Also deswegen gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede, was da die Medikamente anbelangt. Ich zeige euch das gleich auch nur in einem Schaubild, weil, wie gesagt, wenn man diese COX hemmt, diese Cyclooxygenase, die ist dafür wichtig, dass halt eben aus der Arachidonsäure die Prostaglandine entstehen. Gibt es Prostacycline, Prostaglandine und Thromboxane, und die haben wiederum halt eben Auswirkungen auf Endogen zeige ich euch gleich. Genauso entstehen Leukotriene, die man sehr gut messen kann, zum Beispiel auch im Körper oder im Blut, Leukotriene. Und dann gibt es noch ganz viele andere Entzündungsmediatoren, die dabei entstehen. Das sind sehr, sehr komplexe Prozesse, die da ablaufen, wie Bradykinin, Serotonine, Zytokinine, das Komplementsystem wird angeregt, Neuropeptide. All diese Prozesse laufen ab, und die laufen überall gleich ab. So, und das ist jetzt natürlich der Punkt, dass man sagt, von wegen, was passiert denn, wenn ich so viele verschiedene Entzündungsmediatoren nur in dem Blut habe, beziehungsweise an der Zelle, im Gewebe selber. Ne? Das heißt, die haben eine direkte Wirkung, wie zum Beispiel direkter Einfluss auf das Blutgefäßsystem. Ne? Die Blutgefäße werden transparent, die werden durchlässig, die Blutgefäße erweitern sich und sie werden poröse, und das heißt, es tritt da halt eben Blut auf. Ne? Es gibt einen Bluterguss. Und es hat da eine Gefäßreaktion. Ne? Oder es hat zum Beispiel direkte Einfluss auf die Organe, zum Beispiel auf die Nebennierenrinde. Oder es hat auch direkte Einfluss auf die Gewebe, wie zum Beispiel auf die glatte Muskulatur. Glatte Muskulatur ist zum Beispiel am Darm. Ne? Und auch da können dann Durchfälle passieren, genau aus diesem Grund. Und neben diesen ganzen direkten Wirkungen gibt es auch chemotaxische und aktivierende Prozesse, die dann ablaufen durch diese Entzündungsmediatoren. Das heißt, durch diese
diese Entzündungszellen oder Entzündungsmediatoren, die da entstehen, werden weitere Prozesse angeregt, dass da diese Entzündung weiterhin der sich selbst unterhält und immer stärker wird und auf keinen Fall gestoppt wird. Das heißt, es hat Einfluss auf die Immunzellen, es kommen Granulozyten, es kommen Makrophagen, es kommen Mastzellen und dadurch werden weitere Entzündungszellen angelockt und die Entzündung unterhält sich selber und wird immer stärker und stärker, stärker und schlimmer und schlimmer und schlimmer und sie hört nicht auf. Ne? Und diesen Prozess gilt es zu unterbinden. So, was sind denn die Symptome von einer Entzündung? Die Symptome sind immer die gleichen. Es gibt fünf Kardinalsymptome von der Entzündung und die sind immer gleich, auch wenn man sie nicht immer sieht. Man sieht sie eigentlich nur an der Haut, aber sie laufen überall gleich ab. Das heißt, es entsteht eine Rötung, das heißt ein Rubor, eine Rötung. Es entsteht eine Schwellung, das ist der Tumor. Tumor heißt ja nicht gleich, dass es Krebs ist, sondern Tumor heißt einfach nur Schwellung. Es entsteht eine Wärme, eine Hitze, das ist der Kalor. Es entsteht der Schmerz, das ist der Dolor, weil die Nervenendigungen gereizt werden. Und es kommt es zum Funktionsausfall, zur Funktioläser. Ne? Also das heißt, wenn ihr eine Entzündung an der Haut habt, dann kann die Haut nicht mehr ihrer ursprünglichen Funktion nachgehen. Sie hat keinen Schutz mehr. Es wird dick, es wird rot. Das könnt ihr am besten erkennen am Sonnenbrand, wenn ihr einen starken Sonnenbrand habt. Ne? Es ist heiß, es ist gerötet, es wird dick. Ne? Es können sich Bläschen bilden. Ne? Die Haut hat halt irgendwie, ist extrem empfindlich, wenn man da drüber geht. Ne? All das sind Entzündungssymptome und diese Entzündungssymptome laufen überall ab im Körper, egal wo ihr seid. Also das heißt, auch wenn man dann Entzündung am Hirn hat, also eine Meningitis oder eine Enzephalitis, auch da an den Hirnhäuten läuft genau der gleiche Prozess ab. So, und wenn wir jetzt gesehen haben, anhand der Entzündungskaskade gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wo man jetzt ansetzen kann. Der beste Ansatzpunkt ist natürlich, dass man ganz früh, so früh wie möglich verhindert, dass überhaupt die Arachidonsäure entsteht. Das heißt, man muss dieses Enzym, diese Phospholipase A2 hemmen. Und dieses Enzym kann ich hemmen. Die stärksten Entzündungshemmer sind nach wie vor die Kortikosteroide. Die hemmen die Phospholipase A2 und verhindern, dass der ganze Rest dahinter passiert. Natürlich haben diese spezifische entzündungshemmende Wirkung haben aber auch deswegen weitere Wirkungen, weil es ja die Steroide sind auch Hormone sind und halt eben auch dann, halt eben, wenn man sie in hohen Dosen gibt, halt natürlich auch dann andere Wirkungen haben. Das sind nicht immer unerwünschte oder Nebenwirkungsreaktionen, das sind andere Reaktionen, die parallel dazu ablaufen, weil sie am ganzen Körper wirken. Aber die Steroide sind die, die am stärksten wirken, weil sie halt eben sehr früh in dem ersten Schritt der Kaskade ansetzen, nämlich an der Phospholipase A2 und hemmen die Bildung der Arachidonsäure. Genau auf der gleichen Ebene, dass die freien Radikale, also jetzt, dass die freien Radikale abgefangen werden, nicht unbedingt die Phospholipase A2 gehemmt wird, aber auf dieser Ebene, also als Radikalfänger, da wirkt auch die Tocopherol, also das Vitamin E, und die Ascorbinsäure, das Vitamin C. Die fangen die Radikale ab. Sie haben nicht die gleiche extrem starke Phospholipase A2-Hemmung. Aber sie hemmen also die starke Entzündungshemmung, also die Radikale, die sie abfangen. Und deswegen schon an der sehr frühen Stelle, Genau, wo auf der sie zweiten ansetzen. Ebene, wo wir gesehen haben, die Zyklooxygenase, also es gibt ja die COX-1, COX-2. COX-1 ist die gute, COX-2 ist die böse. Und im zweiten Schritt kann man diese Zyklooxygenase hemmen und das machen diese nichtsteroidalen Antiphlogistika. Nichtsteroidal heißt eben, es sind keine Kortisone, keine Hormone, also keine Steroide, sondern sind Non-Steroidal Anti-Inflammatory Acids. Und diese nichtsteroidalen Antiphlogistika, die moderneren, die neueren, wie die Coxibe, Naproxen, Caproxen, Caprofen und so weiter, die sind sehr, sehr, sehr viel besser verträglich. Und die hemmen selektiv diese COX-2 und verhindern dadurch, dass Prostacycline, Prostaglandine ungebildet werden. Ne? Und genau, oder Thromboxane gebildet werden. Und deswegen kann man da ansetzen und nimmt nichtsteroidale Antiphlogistika.
Und die kann man auch über einen längeren Zeitraum geben, je nachdem, wie die Verabreichung ist. Wichtig ist immer, dass man eigentlich nur, wenn eine Entzündung da ist oder unmittelbar davor steht, wie eine geplante Operation, zum Beispiel, wo man weiß, dass man halt eben eine Gewebszusammenhangstrennung macht, also sprich den Bauch eröffnet oder halt eben ne, einen Eingriff am Körper durchführt. Das macht Sinn, da nicht nur eine Phlogistika zu geben, um den Schmerz zu behandeln, wenn er da ist oder kurz bevor er entsteht. Jetzt im Voraus zu geben, sagen irgendwann mal, ne, weil ich weiß ja nicht von wegen, ob ich irgendwann mal eine Arthrose bekomme oder ob ich irgendwann mal mir den Fuß verstaue, dann macht es natürlich keinen Sinn, das prophylaktisch einzunehmen. Das ist totaler Quatsch, ne? Weil dann schädigt man, hat man eigentlich nur die unerwünschten Nebenwirkungen, hat aber keinen Vorteil für den Körper. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht aber Sinn, wenn man Schmerzen hat. Und wichtig ist, dass man behandelt und auch ausreichend lange behandelt und richtig behandelt, also lieber weniger geben, aber dafür jeden Tag, als jetzt irgendwie 3 Tage lang mit vollen Kanülen reinhauen, mit einer hohen Dosierung und dann aufhören, weil es ist wichtig, dass der Schmerz sich nicht chronifizieren darf. Ne? Wenn er über mehrere Wochen besteht und der Schmerz wird nicht behandelt, dann chronifiziert sich der Schmerz und der Schmerz bildet autonome Schmerzzentren aus im zentralen Nervensystem. Das heißt, die Ursache, dass ich dann zum Beispiel hier eine Arthrose habe, die kann schon, oder dass ich hier eine Verletzung hatte, das kann schon weg sein. Und trotzdem habe ich noch die Schmerzen, weil sich autonome Schmerzzentren gebildet haben. Und dann muss ich viel mit ganz anderen Medikamenten, eine multimodale Schmerztherapie machen, um diesen Schmerz überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Die Ursache ist schon lange weg und trotzdem habe ich Schmerzen. Also muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und auch generell muss man vorsichtig sein mit diesen Schmerzmitteln, dass es wirklich immer nur in Expertenhände gehört, weil man kann auch abhängig von Schmerzmitteln werden. Und je nachdem, was für eine Wirksubstanzklasse dem Ganzen das angehört. Und vor allen Dingen kann auch also Schmerztabletten können auch Schmerzen auslösen. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Es ist sehr, sehr schwierig. Es muss richtig gemacht werden. Und deswegen gehören Schmerzmittel, also jetzt steroidale, nicht-steroidale Antiphlogistika, aber auch andere wie Opiate, Opiat-Agonisten, Antagonisten, whatever es alles gibt, Novalgina, das gehört alles in Händen von Experten und unter strenger Kontrolle und ständiger Beobachtung. Was wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel, wo jetzt diese Cox einsetzen, dass die Curcuminoide einsetzen. Also Kurkuma oder diese Oide, also diese Abkömmlinge davon, da gibt es glaube ich 80 Stück, die mittlerweile entdeckt sind. Dieses Kurkuma oder die Curcuminoide wirken also eben auf dem gleichen Level, wo halt eben auch die NSAIDs, also die nicht-steroidalen Antiphlogistika ansetzen. Und die haben auch, so sagt man, und es ist auch in Studien, also klinischen Studien festgestellt, dass sie halt eben eine starke entzündungshemmende Einfluss haben und eine Wirkung haben und da unterstützen können. Man sollte, also als Nahrungsergänzungsmittel macht es Sinn, wenn man also Schmerzpatient ist oder als Entzündungspatient, wenn man zum Beispiel eine Arthrose hat oder eine Arthritis, eine Kniegelenksverletzung oder Probleme in der Schulter oder in der Hüfte, da kann es durchaus Sinn machen, dass man das verwendet und sieht, dass es halt eben den Entzündungshemmer unterstützt oder dass man vielleicht sogar den Entzündungshemmer reduzieren kann durch die Gabe von diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Und das macht auf alle Fälle Sinn, nur dass man halt Medikamente einspart und halt durch Nahrungsergänzung sinnvoll ergänzt. Das sollte man aber auch mit Überlegung tun und nicht jetzt einfach viel hilft viel. Es kann aber halt eben auch negative Auswirkungen haben. Deswegen, also solltet ihr es immer nach Herstellerangaben machen und solltet da halt gucken oder wenn irgendwelche Studien gibt, dass es nach Studienlage macht. Ich habe euch da ein paar Studien zusammengestellt, wo ihr das mal ausprobieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel eine Arthrose habt, egal wo auch immer, und eine Arthrose ist ja eigentlich nichts anderes als eine degenerative Gelenkerkrankung. Das heißt, der Knorpel verschwindet. Irgendwann kommt es zu Knochen auf Knochen. Es kommt zu Entzündungssymptomen, dann habt ihr aus der Arthrose wird eine Arthritis und dann hat man eine Gelenkserkrankung. Das Gelenk kann egal irgendwo im Körper sein und verursacht einfach Schmerzen. Das ist dieser Entzündungsschmerz. Und davon rede ich, dass man zum Beispiel das Kurkuma geben kann, um diesen Entzündungsschmerz zu lindern und dadurch halt eben eine Linderung sinnvoll zu machen. Ich habe das selber ausprobiert. Ich habe das jetzt 5 Wochen lang
im Urlaub ausprobiert oder jetzt auch darüber hinaus. Und zwar habe ich eine massive Arthrose im Iliosakralgelenk, also das ist hier so hinten so an der Hüfte. Da hatte ich mal einen Unfall und dadurch halt eben an der einen Seite eine Arthrose beziehungsweise immer wieder eine Arthritis. Also das ist wirklich lästig, es ist total anstrengend, das tut weh, ne, wenn man geht. Also so in Ruhezustand ist alles gut, aber wenn ich längere Zeit laufe, dann tut es einfach weh. Und da habe ich das gemerkt durch das Kumarin. Ich habe jeden Tag eine Kapsel genommen. Ich hätte auch zwei nehmen können, dass ich da eine Linderung erfahren habe. Und was ich auch beobachtet habe, was ich richtig, richtig gut fand, und zwar habe ich durch die Kombination als Ingwer genommen, das Kurkuma und den Ginseng und habe also das, ne, so eine Kombination gemacht. Und es war das erste Mal seit langen, langen Jahren, wo ich keine Mallorca-Akne hatte. Es war so toll. Ich habe sonst jedes Jahr, egal welches Mittel ich verwendet habe, ob spezifisch halt irgendwie, ob ich eine Gelsubstanz genommen habe oder irgendwas, ob es jetzt physikalische oder chemische Sonnenschutz war, ob es halt irgendwie speziell für Mallorca-Akne oder für Sonnenallergiker war. Egal, ob es ein teures Produkt war oder ein billiges Produkt, ich habe immer einen Ausschlag bekommen. Mein ganzes Dekolleté und immer beide Arme hatte ich immer diese roten Pusteln, die Jugend waren, die wirklich wehgetan haben, stark entzündet. Und ich sah schlimm aus, also wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe es immer bekommen. Und dieses Jahr hatte ich nur da unten so ein paar, ganz, ganz wenig nach ein paar Tagen und hier am Arm. Und dann habe ich die drei Tabletten immer genommen, das Nahrungsergänzungsmittel, und es war weg. Es war komplett weg. Und es hat mich richtig von den Socken gehauen. Also ich war total begeistert. Ich war richtig, richtig begeistert. Ist mir noch nie passiert. Deswegen bin ich jetzt ein Riesenfan und kann euch meine Erfahrung wirklich ruhigen Gewissens weitergeben, kann sagen, Else, probier das aus. Ne? Also das ist wirklich eine gute Geschichte. Ich habe auch mal in der Therapie, habe ich euch das zusammengestellt, was man machen kann. Also es gibt ja bei den Cortisonen oder Corticosteroide, wie sie heißen, gibt es ja Cortison, Cortisol, Prednison, Prednison und so weiter, ne? Methylprednison, bla bla bla. Da gibt es ja ganz verschiedene Steroide, die haben eine Kurzzeitwirkung, eine Langzeitwirkung, eine starke Entzündungshemmung, weniger stark, bla bla. Ne? Das sind die Medikamente, die gehören immer, immer, immer in Expertenhand. Niemals alleine ausprobieren. Es kann extremst Auswirkungen haben auf die Nebenniere und kann extremst Nebenwirkungen haben. Also deswegen gehört es immer in Expertenhänden. Vitamin E, das Tocopherol, habe ich euch auch mal zusammengeschrieben. Könnt ihr ausprobieren. Ist halt ein sehr, sehr guter Radikalfänger. Ist zum Beispiel in Sonnenblumenöl, in Weizenkeimöl ist da sehr viel drin, in Distelöl extrem hohe Mengen. Da habe ich euch den Tagesbedarf auch mal hingeschrieben. Also bei Erwachsenen, je nachdem, ob älter oder jünger, Frau oder Mann, 11 bis 15 Milligramm Tagesbedarf. Vitamin E ist ein fettlösliches Vitamin, also das heißt, ihr dürft auch nicht zu viel nehmen. Auch da kann es kumulieren, es gibt ja fett- und wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine können kumulieren, auch da halt eben unerwünschte Reaktionen hervorrufen. Das Vitamin C ist die Ascorbinsäure, ist wasserlöslich. Im Prinzip ist es so, es geht vorne rein, hinten raus. Ja, ne, und ist aber auch eins der besten Antioxidantien schlechthin, aber es ist sehr, sehr reaktiv. Als Pulverform überhaupt nicht, da hält es sich ewig, sobald es in Wasser gelöst ist, buff, ne, ist es sofort reaktiv und wird sehr schnell oxidiert und damit ist es wirkungslos. Deswegen ist es extrem wichtig, was man für eine Formulierung verwendet, was für eine Zusammensetzung man verwendet von dem Vitamin C. Im Prinzip, aber wie gesagt, ist es wasserlöslich, geht vorne rein, hinten raus. Es kommt eigentlich nicht zu einer Überdosierung. Und diese Unterdosierung... Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein bisschen medizinischeres Thema, ne? Medizinischeres Thema? Medizinisches? Oh. Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein etwas ernsteres Thema und mit medizinischem Hintergrund. Nochmal. Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein sehr spezielles
das Thema, und zwar Schmerzen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal die Schmerzerfahrung gemacht. Spätestens, wenn man als Kleinkind irgendwo mal auf eine heiße Herdplatte greifen wollte oder irgendwas Heißes angefasst hat und die Mama einem die Hand weggezogen hat, hat man gelernt, Schmerzen zu vermeiden. Und es gibt auch sehr unterschiedliche Arten von Schmerzen. Und ich möchte aber hier speziell in diesem Vortrag eher auf den Entzündungsschmerz eingehen. Der Entzündungsschmerz ist ja ein Schmerz, den jeder mal schon mal gehabt hat. Wenn er sich halt irgendwie in der Haut schneidet, wenn er Akne, Pickel hat, wenn er eine Arthrose hat, beziehungsweise eine Arthritis, ne, steife Gelenke, steife Finger oder mal den Fuß verstaucht hat, all das hat damit zu tun. Und ich möchte so ein bisschen auf die Ursachen, Symptome, Wirkungsweisen, das ist nur ein Zettel. Ich möchte so ein bisschen auf die Ursachen eingehen, auf die Wirkungen, dann natürlich auch auf die Symptome und was kann man denn dagegen tun. Aber wie gesagt, speziell auf den Entzündungsschmerz, und ich möchte euch auch so ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, was ihr denn auch zu Hause machen könnt. Sehr einfach, dass ihr es auch schnell umsetzen könnt. Es soll auf keinen Fall ein Ersatz für irgendeine Medikation sein. Es soll auf keinen Fall ein Ersatz für irgendeine spezifische Therapie, wie zum Beispiel Krebstherapie sein, sondern wir reden hier nur von ergänzenden Möglichkeiten, die ihr vielleicht noch machen könnt, um eine Schmerzsymptomatik zu lindern. Aber auf keinen Fall werden wir das jetzt hier komplett ausschalten können. Mein Name ist Dr. Bärbel Schäfer. Ich bin meines Zeichens Tierärztin und habe 20 Jahre lang in der Forschung und im Verkauf und im Vertrieb gearbeitet über Schmerzmittel. Habe Schmerzmittel mitentwickelt, habe sie angewendet, habe Studien darüber gemacht, sowohl im operativen Bereich oder perioperativen Bereich. Das heißt, dass man Schmerz behandelt, bevor er entsteht, während der Operation, wenn ich weiß, ich habe einen Eingriff, dass ich den Schmerz so gut wie möglich auch während der Operation vermeiden möchte, und den postoperativen Schmerz, so bis 2 Wochen danach, als auch eben den Schmerz, den chronischen Entzündungsschmerz, den es gilt zu therapieren. Also das heißt, ich glaube, ich habe da schon einen guten Einblick, habe auch eine ganz gute Datenlage, kenne mich da ganz gut aus, und deswegen auch möchte ich euch auch so ein bisschen in die Tiefe gehen, wie so ein Schmerz überhaupt entsteht. Und wo kann ich genau ansetzen, um halt eben den Schmerz überhaupt behandeln zu können? Und was gibt es denn da für Möglichkeiten, außer jetzt irgendwie, sagen wir mal, starke Medikamente? Und damit ihr das besser versteht, zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, warum die Schmerzen entstehen, damit ihr ein besseres Verständnis dafür habt, ne? Und das will ich mit euch zusammen durchgehen. Die Ursachen von Schmerzen oder Entzündungsschmerzen können so mannigfaltig sein wie alles andere auch in der Medizin. Es gibt halt eben Traumen, wenn ihr euch irgendwie mit dem Hammer auf den Finger haut, wenn ihr einen Nagel in die Wand klopfen wollt, als auch wenn ihr zum Beispiel den Fuß euch verstaucht, umknackst und halt irgendwie da ein Trauma, eine massive Dehnung der Sehne habt oder der Gelenkkapsel, was extrem wehtut, weil da viele Nervenzellen sind. Als auch durch übermäßige Hitze, das kennt ihr vom Sonnenbrand, ne, wenn halt irgendwie da sich sogar zum Teil Bläschen bilden. Ne. Auch das ist eine Entzündung, aber auch zum Beispiel durch Frost, durch radioaktive Strahlung natürlich, durch Gifte, durch Säuren, durch Laugen, alles, was halt eben die Haut auch schädigen kann oder auch die inneren Organe schädigen kann. Es betrifft nicht nur die Haut. Ne. Und genauso halt eben Bakterien, Pilze, Viren, irgendwelche Mikroorganismen, Parasiten, die im Darm sitzen, die schädigen. Alles das ruft Entzündungen hervor und natürlich auch metabolische Vorgänge, die Entzündungsreaktionen halt eben auslösen. Und diese Entzündungsreaktionen, die passieren überall im Körper. Die können jede Zelle betreffen. Jede Zelle des Körpers kann sich entzünden. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man versteht, wie dieser Entzündungsprozess überhaupt funktioniert, damit man das auch wirklich dann besser behandeln kann oder unterstützend behandeln kann. Darum geht es mir ja auch.
All diese Stoffe können auf die Zellmembran einwirken. Und die Zellmembran besteht aus einer Doppellipidmembran. Das heißt, es ist eine doppelte, zweifache, ist mit Fett aufgebaut, also Lipide. Und da gibt es ein Enzym, das heißt die Phospholipase. Und diese Phospholipase A2 löst aus dieser Doppellipidmembran die Arachidonsäure raus. Und das ist das Grundgerüst für den ganzen Entzündungsprozess. Das heißt, durch irgendwelche Noxen, also was wir gerade eben gehört haben, durch ein Trauma, durch Pilze, durch Viren, durch Entzündungen, durch Bakterien, durch starke Hitze, starke Kälte, radioaktive Strahlung, egal was, kann das sowohl außen als auch also von außen als auch von innen kann das auf die Lipidmembran, auf jede Zelle des Körpers, da kann eine Entzündung entstehen. Und der Entzündungsprozess, der läuft im Hirn genauso ab wie an der Haut und genauso wie im Darm, egal wo, weil die Zellen eben alle mit der Doppellipidmembran aufgebaut sind. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Lipase A2 wird, wie gesagt, die Arachidonsäure herausgelöst oder das ist die Grundsubstanz. Und auf die wirken dann wieder verschiedene Enzyme, wie eben die Lipoxygenase und die Cyclooxygenase. Und dadurch entstehen die Zündungsmediatoren. Die Cyclooxygenase, das ist ein Enzym, da gibt es die COX. Die neueren nicht-steroidalen Antiphlogistika sind selektive COX-2-Hemmer, das heißt, sie hemmen nur das böse Enzym, lassen das gute Enzym aber unangetastet. Das sind zum Beispiel COX-7 oder Naproxen oder Keto oder diese neueren Substanzen, die sehr viel besser verträglich sind bei einer sehr viel besseren Wirksamkeit. Ne? Also deswegen gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede, was da die Medikamente anbelangt. Ich zeige euch das gleich auch noch in einem Schaubild, weil wie gesagt, wenn man diese COX hemmt, diese Cyclooxygenase, die ist dafür wichtig, dass halt eben aus der Arachidonsäure die Prostaglandine entstehen. Gibt es Prostacycline, Prostaglandine und Thromboxane. Und die haben wiederum halt eben Auswirkungen auf Endogen. Endogen zeige ich euch gleich. Genauso entstehen Leukotriene, die man sehr gut messen kann, zum Beispiel auch im Körper oder im Blut, Leukotriene. Und dann gibt es noch ganz viele andere Entzündungsmediatoren, die dabei entstehen, wie Bradykinin, Interleukine, Bradykinin, Histamine, Serotonin, Neuropeptide. Also es gibt noch sehr viel weitere Entzündungssymptome oder Mediatoren. Es sind komplexe Prozesse, die da ablaufen, wie Bradykinin, Serotonine, Zytokinine, das Komplementsystem wird angeregt, eine Neuropeptide. All diese Prozesse laufen ab und die laufen überall gleich ab. So, und das ist jetzt natürlich der Punkt, dass man sagt, von wegen, was passiert denn, wenn ich so viele verschiedene Entzündungsmediatoren nur in dem Blut habe, beziehungsweise an der Zelle im Gewebe selber. Ne? Das heißt, die haben eine direkte Wirkung, wie zum Beispiel direkter Einfluss auf das Blutgefäßsystem. Ne? Die Blutgefäße werden transparent, die werden durchlässig, die Blutgefäße.